Ja, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Partwork Modellbau an einem weiteren Donnerstag. Ich sage es jetzt mal richtig, ich sag irgendwie immer Mittwoch. Keine Ahnung warum, aber die Videos kommen auch Donnerstag. Egal. Es geht weiter mit dem Schlachtschiff Bismarck und zwar der Ausgabe 29. Ja, die Ausgabe 29 liegt hier vor mir leider ein bisschen, ja, zerbeult. Das liegt daran, dass die Bauteile von heute ziemlich großzügig verpackt worden sind und wenn da noch eine Folie drum ist, das hält das Heft leider nicht so wirklich aus. Deswegen sieht es ein bisschen merkwürdig zerbeult aus, aber Hauptsache es ist heile, das ist die Hauptsache. Ja, wie gewohnt legen wir erstmal los mit einem Blick ins Heft hinein und zwar wende ich das Ganze mal. Geht's los mit der Bismarck-Geschichte und Schicksal wie gewohnt. Mit den Aufbauten, ein Rundgang, Teil 2. Nach der erlebnisreichen Exkursion durch die vorderen Aufbauten aus der letzten Woche, die uns bis hinauf aufs Scheinwerferdeck geführt hat, geht es nun wieder hinunter. Wir wollen uns den Rest der beeindruckenden Aufbauten ansehen, indem wir den Schornstein sowie die Räumlichkeiten und Decks im hinteren Schiffsteil besichtigen. Und da haben wir hier zum Beispiel ein schönes Bild vom Schornstein auf der Backbordseite. Sehen wir hier links die halbrunde Plattform mit geschlossener Kalotte, hinter der sich ein Scheinwerfer verbarg. Rechts ein weiterer offenstehender Scheinwerfer, darunter der beigeklappte Flugzeugversetzkran. Hier der eine Scheinwerfer und hier drin würde sich noch ein anderer Scheinwerfer befinden. Da gibt es auch bestimmt noch ein paar mehr schöne Bilder. Ja, einmal eine Skizze von den achteren Aufbauten, aber ich denke mal, die sollen uns jetzt noch nicht so interessieren. Und hier noch ein Bild vom Aufbaudeck, ebenfalls an Backbordseite, mit dem Fenster zu den Arbeitsräumen des Kommandanten. Gut zu erkennen, die Schutzklappen für sämtliche Fenster, obligatorisch für ein Kriegsschiff. Ist nicht verkehrt, ist blöd, wenn das Glas dann auch noch springt. Das soll ja nicht sein. Aber wir haben noch mehr, wie zum Beispiel hier die Scheinwerferplattform und der Flakleitstand C vom Achtern gesehen. Den haben wir. Ja, das soweit dazu. Es wird bestimmt noch weitergehen. Okay, ich schaue mal gerade in die Vorschau. Also, da geht es jetzt wahrscheinlich nicht ganz so weiter, beziehungsweise dann geht es mehr ins Detail. Ja, werden wir dann uns dann weiter anschauen. Dann geht es weiter mit der Legende der Kriegsschiffe, der Schlachtkreuzer. Der Schlachtkreuzer gehört zu den Großkampfschiffen und entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er unterschied sich von den Linien- und später von den Schlachtschiffen, vor allem in puncto Geschwindigkeit und Panzerung. Da haben wir hier den japanischen Schlachtkreuzer Kongo bei der Internierung der deutschen Flotte in Scapa Flow nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im November 1918. Er wurde zwischen den Kriegen zum schnellen Schlachtschiff umgebaut und kam dann im Pazifikkrieg gegen die Amerikaner zum Einsatz. Und dann haben wir noch den Seekrieg 39 bis 45, vernachlässigt, aber effektiv. In der zweiten Jahreshälfte 1940 machten sich die deutschen Unterwasserstreitkräfte nur wenig bemerkbar. Die Hauptlast der Kämpfe im Atlantik trugen nun wieder die deutschen U-Boote. Unterdessen hatte die Royal Navy mit ihren weltweiten Pflichten, die sie zufriedenstellend erfüllte, alle Hände voll zu tun. Gut, das soweit zu den Themen der Ausgabe 29. Jetzt geht's ans Bauen. Und zwar haben wir einen mächtigen dicken Kasten heute hier bei uns, den wir geliefert bekommen. Denn es gibt wieder heute mal ein paar größere Bauteile. Ich bin ja schon Fan von größeren Bauteilen. Dann merkt man ja auch richtig, was man baut. Gut, wenn wir jetzt ein Rumpfteil bekommen, das ist auch ein großes Teil und unser Rumpf wächst, aber das ist ja jetzt nichts mehr Spektakuläres, weil die Bauschritte sind ja ziemlich gleich. Aber wenn es jetzt neue Bauteile gibt, die unser Modell wachsen lassen, das finde ich dann umso spannend. Ja, und das regelt wieder sehr schön auf. Ich habe mich ja vor 2 Wochen ja ein abgehetzt bzw. abgemüht mit dem Öffnen dieser Box, obwohl nichts zugeklebt war. Aber das ist ein anderes Thema. So, was bekommen wir denn heute geliefert? Und zwar einiges. Wir bekommen gleich ein großes Stück hier. Und zwar dieses hier. Das ist das, ja, ich würde mal sagen, das Deck des Brückendecks, beziehungsweise die Oberfläche des Brückendecks. Auch hier, wie man sehen kann, schon perfekt vorab lackiert. Dieser Bereich, der wird dann ja verschwinden, beziehungsweise gleich noch mit weiteren Details belegt werden.
Wo wir gerade bei großen Teilen sind, hole ich euch gleich mal das zweite Teil hervor. Und zwar ist das dieses hier. Das ist die nächste Ebene für unsere vorderen Aufbauten. Das untere Mastdeck. Und hier vorne sieht man dann auch schon die Brücke mit den Fenstern dazu. Und drumherum natürlich wieder viele Details. Selbst hier hinten haben wir ein paar Löcher. Und hier oben drauf sehen wir schon, da liegt schon ein Decksbelag drauf. Der ist noch lose, den werden wir gleich befestigen mit ein paar Schrauben. Aber der wurde ja schon so geliefert, damit es ja besser in die Box passt. Macht natürlich Sinn. Aber das ist noch längst nicht alles gewesen. Wir bekommen noch weitere Decksbelege, nicht nur den einen hier, sondern noch zwei weitere, auch aus Plastik. Ich habe erst gedacht, vielleicht sind die aus Metall, aber sind nur aus Plastik. Und zwar, weiter benannt sind sie nicht, einmal ein etwas größerer Decksbelag in so einem Braunton, also deutlich dunkler als der normale Decksbelag, sag ich mal. Hier sieht man mal den Farbunterschied, die sind dann doch schon deutlich. Und dasselbe nochmal, nur etwas kleiner das Ganze. Und wenn ich nah ran mal gehe, sieht man auch hier viele Details. Diese Teile waren, soweit ich weiß, in der Holzbismarck damals aus Metall- bzw. Messingteile und die mussten wir dann entsprechend so bemalen. Aber jetzt ist es hier Kunststoff. Aber das ist immer noch nicht alles gewesen. Wir bekommen ein bisschen Elektronik und zwar ein weiteres LED-Kabel. Das ist nämlich für das Brückenfenster gedacht. Genau. Wir werden nämlich gleich noch Beleuchtung mit einbauen. Vielleicht auch testen, muss ich gleich mal gucken, schaue ich mal, damit diese Brücke, die wir hier haben, beleuchtet wird. Das ist das zugehörige LED dazu und damit das Licht auch entsprechend verteilt wird, haben wir hier ein durchsichtiges Teil, was wir anbringen werden. Das ist so ja, ein bisschen gefächert, sage ich mal. Das wird dann dafür sein, dass das Licht schön gleichmäßig in den Brückenfenstern hier zu sehen sein wird und gleichzeitig dadurch, dass das ja glänzend ist, wird sich ja so ein schöner ja, Glaseffekt entstehen lassen. Das ist auch sehr schön. Bin gespannt, wie es gleich aussieht. Dann haben wir ein paar Schräubchen. Zwei Metallschrauben. Das sind zwei DP-Schrauben haben wir hier. Die werden wahrscheinlich für das Plastikstück hier sein. Und wir bekommen 9 Schrauben BP. Die werden dafür zuständig sein, dass wir einmal das Decksbelag hier an dem Mastdeck befestigen und dann auch noch ein bisschen mehr schon verschrauben. So, haben wir noch was? Ach ja, wir haben noch mehr. Mein Gott, hört ja gar nicht auf. Wir haben noch zwei weitere Kleinteile und zwar zwei Wachhäuser sind vom Bau her identisch, deswegen zeige ich euch einfach mal nur eins. Haben wir hier. Und dann die obligatorische Markierung des Kabels, hier haben wir heute die B7. Jetzt ist aber alles weg. Das heißt, weg mit dem Plastik. Und jetzt legen wir mal los mit dem Bauen. Wir brauchen eigentlich heute nur unser Brückendeck eigentlich. Deswegen reicht es schon, wenn wir das uns zur Rate ziehen. Dieses Stück. Und kleben brauchen wir eigentlich nur diese beiden Wachhäuser. Das ist eigentlich schon alles. Oder? Ja, doch, Kleber. Alles andere muss eigentlich nur verschraubt, beziehungsweise eigentlich nur miteinander versteckt, wollte ich schon sagen. Einfach nur draufgesteckt werden. Deswegen reicht uns eigentlich auch schon unser kleiner Schraubenzieher. Beziehungsweise als erstes nehmen wir uns das untere Mastdeck vor, dieses hier, und einen der beiden Decksbelege, der kleineren von beiden, und der hat hier so drei kleine Zapfen und die sollen einfach hier in diese drei entsprechenden Zapfen einfach eingesteckt werden, weder geklebt noch verschraubt, sondern einfach nur eingesteckt werden. Da muss man ein bisschen drücken, damit das einrastet. Aber mehr ist da tatsächlich auch schon nicht zu tun.
Das geht auch nicht hundertprozentig komplett runter, aber ich denke mal, das soll so sein. Ja. Doch. Sitzt auf jeden Fall. Dann haben wir das schon erledigt. Und es geht weiter, indem wir... Ja, jetzt kommt schon das Mastdeck, nicht auch, ja, das haben wir hier, sondern den Decksbelag für das untere Mastdeck einmal wieder auflegen. Und jetzt haben wir hier 4 Verbinder und das Ganze soll dann einfach festgeschraubt werden. Hier haben wir jetzt 4 Löcher. 1, 2, 3, 4. Und da kommen jetzt 4 Schrauben rein. Da haben wir sie. Befreien wir sie mal eben. So. Raus mit euch. So. Da haben wir sie alle und da legen wir einfach los, das festzuschrauben. Da muss ich jetzt auch nicht großartig drauf achten, dass die an der Oberfläche irgendwas abbrechen könnte. Natürlich ist hier so ein bisschen ab, steht das ein bisschen ab hier, dieses Stück, aber das sollte jetzt kein Problem sein. Ich halte es mal einfach mal fest. Wenn eine Schraube schon drin ist, dann geht der Rest deutlich einfacher. Seht ihr jetzt gerade nicht. Aber so lässt sich einfacher schrauben, ehrlich gesagt. So, eine Schraube ist drin. Die anderen sollten dann einfacher gehen. Hier den nächsten. Ich hole euch jetzt mal nicht näher ran, vielleicht gleich noch, muss ich dann gucken, weil so viele Kleinteile haben wir jetzt ja nun nicht heute. Einmal, das sitzt schon mal und dasselbe nochmal auf der anderen Seite, mach ich das so liegen. Und Nummer 4. Na, da muss ich ein bisschen drücken, weil sonst die Schraube nicht richtig greift. So. Sitzt alles soweit und ja, gut, das Außenbild hat sich jetzt nicht großartig geändert, außer dass der Belag jetzt fest ist. So, das haben wir. Und weiter geht's mit der Beleuchtung der Brücke. Das wird interessant. Soweit ich weiß, soll das LED ein weißes LED sein. Mal gucken, wie gesagt, ob wir es gleich testen können. Ist immer nur so eine Sache, soll man testen oder nicht. Offiziell wird es in der Anleitung ja noch nicht gesagt, aber ja, wir gucken mal. Das ist auch dieses Mal so ein bisschen, kann man das sehen, abgeschrägt. Von Haus aus schon. Gucken wir mal. Und wir nehmen hier unser Plastikstück vorweg. Da soll das Ganze eingesetzt werden. Das wird gerne nehmen. Ah ja, okay, das kann man so einsetzen. Dann rastet das Ganze auch so, schon so ein bisschen ein, damit das nicht gleich wieder wegfliegt. Aber um das Ganze komplett zu fixieren, soll das Ganze jetzt umgedreht, genau, dass das Kabel nach oben geht, so, dann hier befestigt werden, beziehungsweise hier ist ein kleines Loch, da geht gleich eine Schraube rein, aber es müsste jetzt eigentlich alles, wenn wir das so einsetzen, das ganze Plastikstück genau in die Fenster reingehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann, ich hoffe, dass das so einen leichten Spiegeleffekt jetzt gibt, wodurch die Fenster nicht nur angedeutet werden, sondern auch so ein schöner Glaseffekt praktisch dazu kommt. Ja, doch, kann man sehen. Und das fixieren wir jetzt einfach mit einer Schraube. Das müsste jetzt eine der beiden DP-Schrauben sein, genau. Dann müssen wir die auch einmal befreien. Ist auch schön, DP. Ich kann mir nicht entsinnen, dass eine DP-Schraube Silber war. Na gut, nehmen wir so hin, wie es ist. Schrauben wir fest. Die geht auch deutlich leichter, ehrlich gesagt, als die eben.
Okay. Könnte mir jetzt noch einen Wolf drehen, aber die sitzt. Das ist die Hauptsache. Ich könnte jetzt eigentlich. Egal. Sitzt auf jeden Fall. Das ist die Hauptsache. Das haben wir. Somit befestigt. Wie gesagt, ob wir es testen, gucke ich gleich mal, wenn wir alles fertig haben. Jetzt soll noch ein kleiner Aufkleber drumherum, damit wir später, wenn irgendwann wahrscheinlich eine Platine kommt, das alles auch zuordnen können, was ist. So, haben wir auch. Dann haben wir dieses Stück erstmal und jetzt gehen wir weiter mit dem mit der Oberfläche des Brückendecks. Und zwar kommt auch hier der Decksbelag rein, der hat auch hier zwei Zapfen, die werden hier einfach eingesteckt und leicht eingedrückt, dann passt das schon, sitzt auch. Dieses Stück wird an sich jetzt allerdings nicht mit dem Brückendeck großartig verschraubt oder irgendwie. Das wird gleich alles nur aufeinander gelegt und dann kommt das untere Mastdeck hier drauf und das wird tatsächlich dann verschraubt. Vorher sollen wir jetzt aber die beiden Wachhäuser, die wir hier haben, noch mit anbringen. Und zwar hier vorne, die werden hier so eingesetzt. Dazu brauche ich aber auf jeden Fall einen kleinen Hauch Sekundenkleber. Deswegen hole ich mal eben meine Unterlage her, damit ich da ein bisschen was drauf machen kann. So, Matte liegt bereit. Ich habe auch mal noch meine kleine Schraubensammlung zur Rate gezogen. DP-Schrauben, die sind eigentlich ja, schwarz und die haben auch einen schmaleren Kopf. Ich habe jetzt die silberne einfach mal dazu gepackt. Hier stand ja eine Anleitung DP. Wie dem auch sei, nehmen wir erstmal so hin. So, jetzt haben wir die Brücken, nee, die Wachhäuser hießen die, die wir einmal befestigen wollen. Da brauchen wir wirklich ganz wenig Sekundenkleber, wie immer. Wenn ich jetzt noch einen Zahnstocher mir geholt hätte, wäre es noch besser. Sekunde. Immer diese extra Wege, wenn man Sachen wieder vergisst. Super. So, jetzt kann es losgehen. Ich hole euch einen kleinen Tick näher. Das dürft ihr dann doch schon mitschauen, sage ich mal. Da brauchen wir wirklich nicht viel. Da haben wir unser Deck. Die werden einfach hier oben eingesetzt. Drücken, damit es auch hält. Einmal. Und das zweite. Kurz eingesetzt und angedrückt. Aber da wir ja Sekundenkleber haben, sollte das ja auch relativ schnell halten. So, damit haben wir das fertig. Ich sehe gerade, der Akku meiner Kamera lässt langsam nach. Jetzt mache ich hier mal eben kurz einen Cut und lasse es kurz hier alles ruhen. Wir sehen uns gleich wieder. So, kann weitergehen im Text. Die Lichtverhältnisse haben sich schon leicht geändert. Es ist ein bisschen dunkler hier geworden, aber das macht nichts. Ich probiere es gleich einfach mal zu testen, ob die LEDs, die wir gerade, oder das LED, was wir eingebaut haben, auch tatsächlich funktioniert. Und da ist so ein bisschen dunklerer Hintergrund gar nicht mal verkehrt. So, wir wollen aber erstmal fertig werden. Und zwar habe ich ja hier gerade die zwei, wie hießen sie noch? Schön vergessen, Wachhäuser hier und dort einmal angeklebt. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch das Ganze, was wir jetzt hier haben, zusammenzufügen. Und zwar erstmal nehmen wir die Oberfläche von dem Brückendeck, was wir jetzt haben, und platzieren es auf dem Brückendeck. Hier sind so ein paar Zapfen, einmal hier noch von dem Decksbelag, hier zwei farbige Zapfen und hier zwei auch. Und das müsste eigentlich alles, soweit ich das verstanden habe, so passen, indem man das einfach drauf legt. Eventuell ein bisschen drücken. Ah ja, okay, man muss ein bisschen drücken und dann rastet das alles von alleine ein. Ah ja, okay, merke ich schon. Sehr schön.
Dann noch mal ein bisschen drücken und schieben. Dann passt das. So, damit sitzt das da, wo es sein soll. Sehr schön. Ja, doch, sieht gut aus. Damit haben wir das Deck, das oder die Oberfläche vom Brückendeck jetzt angebracht. Hat sich auch von hier oben schon so ein bisschen erweitert. Und darauf kommt jetzt die nächste Ebene, und zwar das untere Mastdeck. Das heißt, wir müssen das Kabel hier einmal durchlaufen lassen. Und hier haben wir noch zwei, zeige ich nochmal eben hier, zwei große Zapfen und zwei kleinere Zapfen. Die müssten hier in diese vier Löcher, die wir hier haben, dann reingehen. So. Na, passt nun. Da jetzt. Jetzt passt es. Sitzt an allen Ecken und Enden soweit fest. Und das Ganze soll jetzt mit vier Schrauben auf der Unterseite dann fixiert werden. Passt, wir haben noch fünf. Dann haben wir wieder eine als Ersatz. Das waren jetzt, muss ich mal gucken, BP-Schrauben. Das heißt, wir können die gleich, die übrige, in unsere BP-Schachtel packen. Weg ist sie. So, dann kommen, wie gesagt, hier noch vier von den BP-Schrauben rein. Und dann haben wir unser Brückendeck aber mächtig erweitert heute. Das kann ich schon mal sagen, gerade diese Schrauben, die wir jetzt einsetzen, wir erweitern ja unser Brückendeck oder unsere Aufbauten jetzt schon, indem wir das alles zusammenschrauben. Das werde ich demnächst wieder zumindest kurzzeitig lösen müssen, wenn es nämlich dann darum geht, die Tarnbemalung anzubringen. Da lackiert es sich dann doch einfacher, wenn man Ebene für Ebene macht, denke ich mal. Deswegen werde ich die dann wahrscheinlich wieder lösen, in der Hoffnung, die Kabellage ist noch nicht irgendwie miteinander verbunden. Mit irgendeiner Platine zum Beispiel. Ich denke nicht, also ich denke mal, dass wir da noch einiges zu bauen haben an den Aufbauten, bevor wir an die Stromzufuhr bzw. an Platinen denken können. Letzten Endes fehlen ja rund um die Aufbauten ja auch noch insgesamt momentan drei Geschütztürme. Einmal der große, der zweite große und die ersten beiden mittleren, beziehungsweise kommen noch zwei weitere mittlere, die im Zentrum sind. Die wollen ja auch noch alle erstmal eingebaut werden, beziehungsweise dann auch mit Strom versorgt werden, weil auch die alle elektronisch bedienbar sind, nicht nur dort sich bewegen, sondern auch mit der Fernsteuerung dann irgendwann bedienbar sein werden. So, jetzt haben wir das alles soweit fertig und das sieht doch, wow, das sieht doch geil aus, oder? Muss ich euch einfach mal von Namen zeigen, ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus. Das ganze Brückendeck jetzt um eine Ebene quasi erweitert. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Das hat was. Also, einige werden vielleicht sagen, das ist ja alles nur ein Plastikmodell. Ist es auch, aber ich finde, die Details sehen wirklich richtig, richtig gut aus. Und die Passgenauigkeit ist wirklich sehr gut. Allein, das sieht man allein schon hier. Hier hinten ist eine komplett glatte Fläche, wo dann der Schornstein demnächst kommt. Das ist eine exakt glatte Fläche. Also, da ist kein Überstand, nix. Also, wunderbar. So. Das haben wir soweit und ich kann mich nicht bremsen, ich muss das einfach testen. Ich bin gespannt, was kommt. Dazu nehme ich mal das weg. Ach, wo ich dabei bin, kann ich das eben auch mal kurz zeigen. Wenn wir das auch mal eben aufsetzen. So, so sieht das Ganze jetzt schon mal von vorne aus. Das sieht schon, ja, das hat was. Also. Und das muss man sich vorstellen, dass die Tarnbemalung dann noch hier so oben weitergeht. Demnächst, das sieht... ich freue mich, dass es jetzt so Stück für Stück weitergeht. So, jetzt aber erstmal das kurz wieder weg. So. Und die erste Technik daher. So. Wie gesagt, man soll es ja nicht testen. Und einige haben wohl schon gesagt, da ist in denen die LED kaputt gegangen. Aber... ehrlich gesagt, bei mir noch nicht. Die beiden Seitenlichter leuchteten. Ich habe euch ja eins
ihr live im Video gezeigt, und anderen nur ein Foto. Aber das lief beides. Und ich habe Hoffnung, dass das jetzt genauso passiert. Im Zweifel habe ich mir gleich die LED verschossen, aber ich denke mal nicht. Also der Stecker ist auf jeden Fall der gleiche. Das heißt, eigentlich müsste es klappen. Schauen wir mal, was passiert. Falls ihr es auch mal testen möchtet, der Stecker, wo ich das Ganze jetzt hier reinstecke, das ist der Stecker, wo das Buglicht dran sitzt. Das ist der Port 1. Das ist zumindest der Stecker, den ich benutze. So. Jetzt mal eben so zur Seite. Das brauchen wir ja gerade eher so nicht. Zumindest aber die Fernbedienung. Und jetzt schauen wir mal, ob sich hier irgendwas tut. Ja. Wow. Wow. Hammer. Das sieht richtig geil aus. Ich muss es so ein bisschen ziehen, dann könnt ihr das auch sehen. Also das sieht doch schon richtig, richtig geil aus, oder? Wow. Ich find's Hammer. Ich mach mal eben das Licht hier aus, dann kann man das mal ein bisschen besser sehen, weil das ist auch ein ziemlich, ja, kräftiges Licht. So, ich hoffe, man kann überhaupt noch irgendwas sehen. Ja, doch, es geht. Jetzt wirkt das Ganze nochmal deutlich besser. Also, das hat was. Also, es sieht wirklich richtig gut aus. Es läuft, ich freue mich. Richtig geil. Ja, innen drin sieht man vielleicht noch so ein bisschen, aber das wird sich dann ja noch irgendwann demnächst alles verdecken lassen. Ja, die Beleuchtung geht. Wunderbar, so soll es sein. Und damit haben wir auch schon alles für heute erledigt. Das Brückendeck ist doch schon mächtig erweitert worden, wie man sehen kann. Und ja, damit werden wir allerdings noch längst nicht fertig sein. Es geht schon nächste Woche weiter. Und apropos nächste Woche, ich gehe jetzt direkt gleich weiter zur Vorschau und dann noch ein paar weitere Informationen. Ja, Wahnsinn, dass man sich über so Licht einfach freuen kann. Es sieht einfach richtig geil aus. Kann man das jetzt noch sehen? Ich hoffe. Also es sieht wirklich... Ich finde es Hammer, muss ich einfach sagen. Da haben wir heute also wirklich einiges getan. Nicht nur die erste Ebene, dritte Ebene mittlerweile angebracht und dann auch mit einer Beleuchtung versehen. Wow, also unser Bismarck wächst nicht nur, sondern wird auch mal mehr Elektronik bekommen. Also Hammer. Also ich freue mich tierisch und ich bin immer noch ein großer Fan von der Serie. Ich habe auch schon mal eine Serie gehabt, wo ich irgendwann gedacht habe, boah, es geht immer noch weiter, es kamen immer die gleichen Bauteile und schon wieder ganz viel Fummelkram und so weiter. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das macht mir richtig viel Spaß und ich hoffe, das könnt ihr, habt ihr auch, wenn ihr das selber zu Hause bastelt. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Das muss ich einfach sagen. Ja, für heute ist es allerdings erstmal gewesen. Trotzdem geben wir euch natürlich noch einen Blick in die nächste Ausgabe und das ist die Ausgabe 30. Da geht es in der Bismarck-Geschichte und Schicksal um die schwere Artillerie, Teil Nummer 1. Da kommen also noch ein paar mehr. Die Legende der Kriegsschiffe, das Aviso, keine Ahnung. Und der Seekrieg 39 bis 45, Sichtung, Heranführung, Angriff. Darum geht's. Und es gibt natürlich neue Bauteile, wieder mal. Und zwar geht's weiter mit dem Rumpf, wie man hier sehen kann. Mit dem rechten unteren Rumpfabschnitt. Genau, ein Kielstück fehlt noch. Und wir bekommen den rechten vorderen Flakleitstand. Das ist der erste von beiden. Und ich greife schon mal so ein bisschen vorweg, die Ausgabe 31 übernächste Woche wird nicht großartig anders sein. Wir bekommen auch einen Rumpfteil und auch einen Flakleitstand. Also die nächsten zwei Ausgaben werden sich von den Bauanleitungen jetzt nicht großartig unterscheiden. Aber, jetzt sage ich aber, die nächste Ausgabe wird was ganz Besonderes. Denn wir haben die Nummer 30. Und zwar eine runde Summe, eine runde Ausgabe, die wir haben. Und deswegen habe ich ja schon angekündigt, werde ich einmal ein kleines Q&A starten. Zugegebenermaßen, bis jetzt sind noch nicht wirklich so viele Fragen eingetroffen. Eventuell werde ich die einfach in dem normalen Video der Ausgabe 30 mit einbauen. Aber damit soll es nicht gewesen sein. Es ist spät am Abend, man merkt es. Und zwar, ich hoffe, dass es klappt. Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, dass ist noch von anderen Faktoren abhängig, dass ich euch im Anschluss an die Ausgabe 30 noch zwei kleine
Überraschungen zeigen kann. Wobei die erste schon, wenn sie durchkommt, zu Anfang, die andere zum Ende. Lasst euch überraschen. Ich hoffe, das kann ich euch in der nächsten Woche schon zeigen. Was ich euch aber garantiert zeigen kann, ist mein schon länger angekündigtes Community-Video. Da habe ich euch ja schon darauf hingewiesen und jetzt mache ich das Ganze nochmal. Ihr könnt mir Bilder oder Videos schicken von euren Projekten, Hardware-Projekten, die ihr zu Hause habt. Völlig egal was, ob es schon fertige Modelle sind oder gerade Modelle, die in Arbeit sind oder auch muss ja nicht Modell sein, es kann ja auch eine Sammlung sein. Dann könnt ihr mir das einfach schicken und ich sammle die ganzen Sachen und packe sie dann in ein Video zusammen. Da stelle ich so mehrere Serien vor. So einen praktischen Rundumschlag in verschiedenste Bereiche von Sammelwerken, die es hierzulande gibt oder gab, weil sie schon abgeschlossen sind. Und dazu werde ich dann einige Bilder oder Videos, je nachdem, was ich alles kriege, dann mit einbauen von euch. Das heißt, ich werde es einfach nicht nur runter labern, was vielleicht einige auch schon kennen, sondern möchte da so ein bisschen auch euch Zuschauer mit in das Video mit einbinden. Ich habe auch schon einige bekommen. Das freut mich sehr, wenn ihr auch noch teilnehmen möchtet und gerne in meinem Video vertreten sein möchtet und eure Projekte einfach zeigen möchtet, dann schickt mir eure Bilder und Videos entweder über meine Facebook-Seite Partwork-Modellbau oder an meine E-Mail-Adresse partworkmodellbau@outlook.de. Könnt ihr auch machen, dann kommt beides bei mir direkt an. Und das Video kommt nächsten Donnerstag nach der Ausgabe 30 online. Ich muss das natürlich noch alles schneiden und zusammenbauen und so weiter. Deswegen würde ich sagen, bis spätestens nächste Woche Dienstag werde ich die Sachen annehmen können. Danach muss ich wirklich gucken, alles fertig zu machen. Ich habe ja auch nicht nur die normale Ausgabe 30 zum Aufnehmen und zum Schneiden, sondern dann ja noch ein zweites Video. Also das wird schon ein bisschen umfangreicher. Ich hoffe, dass ich das alles auch bis Donnerstagabend schaffe. So ist zumindest der Plan. Und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche dabei seid. Da gibt es viel, viel, viel zu gucken. Hoffentlich mit auch einer großen Neuankündigung. Soweit kann ich schon sagen. Das sollte ziemlich sicher sein, denke ich mal. Und dann eben das Community-Video im Anschluss an die Ausgabe 30. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche dabei seid. Bis jetzt, für heute soll es allerdings das erstmal gewesen sein. Und wir sehen uns dann nächste Woche, hoffentlich nächste Woche mit der Ausgabe 30, nächsten Donnerstag. Dann wieder. Bis dahin noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.